Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst zum Rogatesonntag, Verzeihung, am fünften Sonntag nach Ostern. Wir beten mit Worten des 95. Psalms. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Oh,
Halleluja! Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Der Predigtext für den heutigen Gottesdienst findet sich im Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Dort lesen wir: Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in ihren Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darin sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, worum geht es? Es geht nicht ums Äußere, nicht um die Show, nicht ums Zeigen, um das Englische zu übersetzen. Es geht ums Verborgene, ums Innere. Gut preußisch heißt es für Christen: mehr sein als Schein. Denn da, wo wir einen auf Show machen, vergessen wir, worum es eigentlich geht. Christsein besteht nicht in der Form, Christsein besteht in der Beziehung zu Gott. Darum gehört das persönliche Gebet auch ins Verborgene. Die intime Zwiesprache mit Gott gehört genauso wenig in die Öffentlichkeit wie die intime Zwiesprache mit der eigenen Frau oder dem eigenen Mann. Für das Reden mit Gott gibt es dabei keine anderen Gesetze als für das Reden mit jeder vertrauten Person. Wohl aber mag es verschiedene Regeln geben für öffentliche und private Kommunikation. Aber Show gehört nicht in ein ehrliches Miteinanderreden. Show dient der Unterhaltung oder dem Betrug. Das Erstere mag noch legitim sein, aber in der Beziehung von Gott und Mensch, in jedweder ehrlichen, tragfähigen Beziehung, ist für Show keine Platz. Denn die Show endet im berechtigten Vorwurf: Du hast mir etwas vorgemacht. Was die Form betrifft, ist privates Beten eben keine Eingabe, eine Petition an den Allmächtigen. Privates Beten ist Reden mit unserem Vater im Himmel. Und was den Inhalt angeht, wir alle unterhalten uns lieber mit jemandem, der auf den Punkt kommt, der weiß, was er will und der ehrlich sagt, was er meint. Und wenn wir auf die Schrift hören, merken wir, Gott geht es nicht anders. Beten ist vertrautes Reden mit Gott über all die Dinge, die unser tägliches Leben ausmachen. Und wie das Reden mit einem Freund oder das Reden von erwachsenen Kindern mit ihren Eltern, wenn die Eltern die Kinder haben erwachsen werden lassen, dient das Reden mit Gott nicht dazu, eine Bestellung abzugeben und auf eine Lieferung zu warten. Es geht um etwas Wichtigeres. Wenn wir beten, vergegenwärtigen wir uns Gott und wir vergegenwärtigen uns unsere persönliche Lage.
Gott ist Vater im Himmel, wir sind in der sichtbaren Welt. Wenn wir beten, formulieren wir unsere Bitten an Gott und klären damit auch ab, was wir eigentlich wollen. Gottes Name soll groß gemacht werden, nicht der unsere. Er soll das Sagen haben, nicht wir. Sein Wille geschehe, nicht unserer. Unser tägliches Brot, das, was wir brauchen, das gib uns heute und nicht all den Firlefanz, der uns nur belastet und uns schadet. Wir beschäftigen uns im Beten damit, wer wir für Gott sind und wer Gott für uns ist. Und wir pflegen unsere Beziehung miteinander. So bitten wir um das tägliche Brot, obwohl wir in der Regel dafür arbeiten und sehen in dem, was wir täglich brauchen und bekommen, Gott als Ursprung allen Segens, den wir erwirtschaften. Das macht dankbar, das macht bescheiden. Und weil wir mit Gott reden, klären wir auch unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Vater unser. Gott ist nicht mein Gott, er ist unser Gott. Wenn Gott unser Vater ist, sind wir Geschwister. Und Geschwister sollten einander nicht egal sein. Wenn wir keine Geschwister sind, ist Gott nicht unser Vater. Gott ohne Gemeinde, Gott ohne Kirche gibt es nicht. Wenn wir beten, wollen wir, dass Gott regiert, dass er reagiert, wie wir wollen. Wollen wir, dass er reagiert, wie ein vertrauter Mensch reagiert. Als Partner, der unsere Probleme mit uns löst und nicht als Vormund, der unsere Probleme für uns löst. So ist Gott unser Vater. Er ist nah und interessiert, ein starker Helfer und ein verlässlicher Freund. Ein Partner, der will, dass unser Leben gelingt. Und wie in jeder lebendigen Beziehung suchen wir die Nähe und suchen wir das Gespräch. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Lassen Sie uns beten. Vater unser, du bist unser Vater und wir verdanken dir unser Leben. Dir sagen wir, worauf wir hoffen, wonach wir uns sehen, wovor wir uns fürchten. Geheiligt werde dein Name. Wir hoffen darauf, dass deine Liebe die Welt verwandelt. Verwandle uns, damit wir deine Liebe zeigen. Dein Reich komme. Wir sehnen uns danach, dass die Gerechtigkeit und der Frieden sich küssen. Schaffe deinem Frieden Raum, damit die Sanftmütigen das Erdreich besitzen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir fürchten uns davor, dass Leid und Krankheit kein Ende haben. Heile die Kranken und behüte die Leidenden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht nur uns, auch denen, die verzweifelt nach Hilfe rufen, die vor den Trümmern ihres Lebens stehen, die sich vor der Zukunft fürchten. Du bist die Quelle des Lebens, verbanne den Hunger. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Öffne unsere harten Herzen für die Vergebung. Öffne die Fäuste der Gewalttäter für die Sanftmut. Lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens. Versöhne uns und alle Welt. Führe uns nicht in Versuchung. Dein Wort ist Leben. Du kannst unsere Herzen verschließen vor Neid, Gier und Hochmut. Halte uns ab von Hass und Gewalttätigkeit. Bewahre uns vor den falschen Wegen. Erlöse uns von dem Bösen. Öffne unsere Augen, damit wir das Böse hinter seinen Verkleidungen erkennen. Lass uns dem Bösen widerstehen und befreie alle, die von der Gewalt des Bösen gefangen sind. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Du rufst uns beim Namen und du siehst uns, wo wir auch sind. Am Küchentisch, in der Kirchenbank, in unseren Kammern. Bei dir schweigen Angst und Schmerz. Auf dich hoffen wir heute und alle Tage. In Jesu Namen vertrauen wir uns dir an. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.